Was zur Hölle ist nur hier los? Oh shit. Ich dachte, das Telefon geht nicht mehr. Ich wusste nicht, was ich mit dem Streichholz machen sollte. Ich brauchte beide Hände. Okay. Gehen wir mal ran. Hello? Who are you? Hear me. Need help. Oh, no. No. No, it can't be. No! You don't have a discussion with yourself every day. At least, not on the phone. The world had folded back on itself like a piece of paper. I didn't want to know more. The harm was already done. Das ist ziemlich cool, dass man hier mit sich selbst telefoniert. Und damit wissen wir auch, wer am anderen Ende der Leitung war. Das habe ich übrigens in der letzten Aufnahme tatsächlich nicht gemacht. War wirklich ich der Fremde, den ich vor Stunden am Telefon gehört hatte? Er lebte jetzt seinen eigenen Albtraum. Meiner war noch nicht vorüber. Okay, wir haben ja auch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht vorgelesen hatte, weil ich sie halt nicht neu aufgepoppt sind. Zum Beispiel Selinas Flucht. Selina stand mir gegenüber. Ihre 1000 Sterne schmerzten in meinen Augen, die nicht an das Licht gewöhnt waren. Ihre Hand war warm und schwerelos. Dann kam ihre Angst. Etwas hinter mir. Und ich verlor sie erneut. Auch hier oben auf dem Schlüssel stand Keller. Mein Bauch flehte mich an, nicht dorthin zu gehen. Das kann ich durchaus verstehen. Dort unten, wo die Schatten noch dichter waren, konnte alles nur noch schlimmer werden. Oh ja. Also auch hier gab es noch weitere Einträge natürlich. Gut. Aber muss ich ja jetzt nicht nochmal extra vorlesen, denke ich. Ich gehe nochmal kurz drüber, falls jemand sich das anschauen möchte. So. Genau, und da sind wir auch an dem Punkt, wo wir die Aufnahme begonnen haben. Der Schlüssel. Na gut, dann folgen wir mal weiter der Blutspur. Sie bluten zu sehen, hieß sie sterben zu sehen. Ich musste schnell etwas unternehmen. Okay, dann folgen wir mal. Margaret ist auch schon da. Lass mal schnell hier reingehen am besten. Oh shit! Die Alte ist auch wirklich überall. Und Selina ist weiter auf dem Weg nach unten. Okay, ich vermute, sie wird wohl zum Keller gegangen sein, oder? Denn dort führt uns der Weg sowieso hin. Ja, die Spuren führen auf jeden Fall zum Keller. Und wir sollten unbedingt nochmal Licht hier hinten machen. Jetzt, wo wir es wieder können. So, dann mache ich auch gleich das hier drüben noch mit an. Sehr gut. Zumindest wieder ein bisschen Licht in der Dunkelheit. Und damit haben wir es auch bis zu dem Punkt geschafft, an dem ich die letzte Aufnahme beendet habe, nämlich am Ende von Kapitel 4. Gehen wir hinab in den Keller und jetzt ist es auch dann für mich neu. Ein Streichholz und hinab. I could smell from here the scent of murder and madness which emanated from below. Selina's story was one of light, trying to survive in the night of a nation long corrupted by darkness. I have to admit it. I was afraid of what I would find at the end of that path. Ende von Kapitel 4. Kapitel 5. Zwischen Beute und Jäger. Na dann, schauen wir uns mal um. Weitere entzückende Bilder von Margaret, wie mir scheint. Sehr schön. So, wir sollten natürlich der Blutspur folgen, aber ich will natürlich auch abseits davon alles mitnehmen, was wir kriegen können. Durch die Feuchtigkeit war der Vesperstoff von Schimmel durchzogen.
Oh, nicht doch. Oh, nicht doch. Nee, 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 lass mich mal. Oh, nein. Okay, ich muss mein Streichholz löschen. Zu spät, sie hat mich trotzdem noch gekriegt. Die war aber penetrant und hartnäckig gerade, ne? Na gut. Sehen wir uns nochmal um hier. Können wir vielleicht die Lampe direkt anmachen hiervon? Es hatte keinen Sinn, mit der Lampe herumzuhantieren, solange sie aus war. Okay, müssen wir erst wieder den Stecker finden, ne? Oh, fuck. Sie ist aber auch überall gerade, habe ich das Gefühl. Was haben wir denn hier? Handschellen an einer Kette. Das Blut schien noch nicht getrocknet zu sein. Ich glaube, wir haben Williams Folterkeller gefunden. Die Handschellen waren voller Schorf und Blut. Die Opfer hatten offenbar wild gekämpft. Ich versuchte mir nicht vorzustellen, was der Wolf ihnen angetan haben könnte. Jetzt werden wir, glaube ich, endgültig Zeuge von Williams Wahnsinn. Okay. Opfernotiz 8. Mein Liebling, die Nacht, die ich mit dir verbracht habe, war wundervoll und ich will mehr davon. Scher dich nicht um die Leute und was sie sagen. Sie verstehen es einfach nicht. Aber ich schon. Ich verstehe deine Bedenken. Ich habe diese Straße bereits bereist. Um das Licht zu finden, musst du aus den Schatten treten. Ich tat es vor 5 Jahren. Du musst es nicht von den Dächern rufen, aber sei einfach ehrlich zu dir selbst. Lass mich dich in diese Freiheit führen. Du bist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Ich will, dass unsere Lippen sich vermengen, mein Haar in deinem liegt, mich über dich beugen, mich in deinen Augen verlieren, deine Hände auf meinen Hüften spüren. Treffen wir uns heute Nacht wieder. Ich werde dich abholen. Judith Phillips. Okay. Oh Gott, hier ist es ja ungemütlich. Eieieiei, hier ist es los. Margaret hat auch gleich mal die Todespose hier an der Wand eingenommen. Oder die gefesselten Pose. Dankeschön. Das ist schon mal gut. Gibt's hier noch mehr Lichtschalter? Oder ist das der einzige? Ach, ich sehe schon, ich sehe schon. Wir müssen uns selbst helfen. Na gut. Dann sorgen wir mal ein bisschen für Freiheit. Und bringen mal alles an Schatten um, was wir hier finden können. Haben wir hier noch einen irgendwo? Das klingt irgendwie bald so. Ich habe das Gefühl, er ist gerade direkt in mir drin gewesen, der Schatten. Okay, ich glaube, jetzt ist Ruhe. Weiter können wir sowieso nicht rumgehen. Und dann richte ich das natürlich auch auf den Sessel aus, damit wir hier speichern können. So, aber solange das Streichholz noch brennt, will ich mal ganz kurz noch hier drüben schauen, wo die Margaret an der Wand hing. Ob wir hier was machen können. Dieses Rohr schien mit dem Rest des Hauses verbunden zu sein. Oh, musst du am Ende vielleicht das Haus hochjagen, hä? Ich weiß es nicht. Aber wir drehen einfach mal an dem Rad. Ich weiß nicht, wie weit wir das jetzt machen können, aber... Na gut, lassen wir das einfach mal. Vielleicht werden wir dann noch aufgeklärt später. Was es damit auf sich hat. Wir gehen auf jeden Fall erstmal hier drüben speichern. So, sehr gut. Ich hoffe, damit ist der Raum jetzt erst auch mal sicher hier. Puh, na dann weiter rein in den Keller. Mal sehen, was uns noch so für Schrecknisse erwarten. Okay, hier ist eine Sackgasse. Ja. Noch so ein Ding. Ich weiß nicht, was es uns bringt. Wir werden es bestimmt noch erfahren. Auf jeden Fall führt das Rohr ja immer weiter. Oh, was haben wir denn hier? Ein Wassereinlass, der vermutlich das gesamte Herrenhaus versorgte. Okay. Ist das etwa ein Wasserrohr einfach nur? Na,
hier drüben? Hier war also das Monster, das von diesen Rohren versorgt wurde. Welches Monster? Also müssen wir vielleicht das Wasser dann abstellen, um irgendwas... Die Treppen, über die ich hereinkam. Okay. Also wir sind hier. Und sind jetzt hier drüben in diesen Gang reingegangen. Da haben wir da unten ein Ventil. Dieses Ventil kontrollierte vermutlich den Wasserzufluss. Das ist das hinter uns. Das ist das, an dem wir gerade waren. Ach du Schande, der Keller ist ja noch... Der hat ja noch ein paar Räume. Na gut, es geht. So, auf jeden Fall gibt es Massen von Ventilen hier. So, und dieses Schaltbild, Stromverteiler... Ich weiß halt nicht, was mir das Schaltbild sagen soll. Es sind drei schwarze Striche und dann das Zeichen. Na gut, wir werden es sehen. Vielleicht leuchtet es später noch ein bisschen mehr ein. Was haben wir denn hier? Kinderzeichnung an der Wand? Ah, okay. Ich würde sagen, wir legen einfach mal alle um. Erstmal keine Änderung. Ein anderer Teil des Systems musste das alles mit Strom versorgen. Wir drücken einfach mal alles, was wir haben. Okay? War das gut? Ich glaube schon, ne? Dreimal schwarz, das sieht aus wie auf der Zeichnung. Das war jetzt ein guter Zufall. Cool. Gleich mit dem ersten Versuch. Okay. Also ich hoffe mal, dass es jetzt läuft. Ich weiß es nicht, aber es klang ja so. Was haben wir denn hier jetzt? Halt. Ich hatte eine schreckliche Vorahnung über Selina. Meine Zeit wurde knapp. Da fällt mir gerade ein, wir hatten noch einen Eintrag hier. Der Plan des Kellers war ein greifbarer Beweis dafür, dass die Welt noch eine feste Struktur hatte. Daran klammerte ich mich verzweifelt. Okay. Wir schauen. Nein. Warum ist die dumme Kuh denn schon wieder hier? Ich dachte, jetzt geht's um William und nicht um dich. Also halt dich mal zurück, Alte. So, sie bleibt aber fix dort in der Ecke. Das heißt, wir müssen sie erstmal von dort irgendwie vertreiben, wie es scheint. Dann gehen wir erstmal hier lang. Dieses ganze Blut. Es war das Blut des Mondes. Weiter konnte ich nicht lesen. Es war unmöglich. Ja, nicht bloß Blut, da liegen auch Körperteile und Schädel rum. Es ist, ja... Diese abstoßenden Fußspuren führten in das andere Zimmer. Ich weiß nicht, ob wir hier sein wollen. Oh Mann, die Streichhölzer, die versagen aber auch schnell. Okay. Hier gibt es auch mal wieder was zum Lesen für uns. Können wir nicht diese Lampe anwerfen? Wäre das nicht eine Möglichkeit? Da ist doch bestimmt noch ein bisschen Öl drin. Selina und William, Auszug 9. Ich wache in meinem Schlafzimmer auf, das ich noch nie gesehen habe. In einem, nicht in meinem. In einer Ecke sitzt eine alte schwarze Frau und strickt. Sie sagt zu mir, wein dich aus und komm drüber hinweg, Kleines. Das Leben geht weiter. Ich lege eine Hand auf meinen Bauch und begreife es. Sie haben es mir weggenommen. Plötzlich scheint um mich herum die ganze Welt aus den Fugen geraten. Ich bin in Rockford, Illinois. Völlig fertig mit den Nerven und ohne Geld. Die alte Dame erlaubt mir, noch ein paar Tage zu bleiben. Dafür wurde sie sowieso bezahlt. Sie erzählt mir nichts weiter, aber ich weiß auch so genug. Ich finde einen Job als Kellnerin in einem schäbigen Restaurant vor der Stadt. Ich will singen, aber ich bekomme keinen Ton heraus. Nach einer Weile gehen mir die Tränen aus. Ich habe zu lange geweint. Ich kann nicht mehr weinen, weder für mich noch für das Kind, das ich nie bekommen werde. Aber eins weiß ich sicher. Ich gehe wieder nach New York. Bald. Oh Mann, Mädel, du hast echt Scheiße gehabt. So, ich sammle mal mit mir noch ein paar Streichhölzer ein hier. Haben wir hier noch was? Dinge bewegten sich in der Dunkelheit. Ratten oder Schlimmeres. Die Lampe war kaputt, meine Streichhölzer waren die beste Wahl. Okay. Gut zu wissen.
Ich schalte das auch mal so. Ich weiß nicht, ob wir das so schalten müssen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir diesen Griff eben in Flussrichtung des Dingens machen müssen. Ah, sehr gut. Schon mal ein bisschen Licht für uns. Okay. Dann räumen wir das mal zur Seite hier. Das scheint gut gefüllt zu sein. Nee, ich könnte mir vorstellen, dass wir die in Flussrichtung schalten müssen mit diesem Hebel, dass dadurch dann das Wasser vielleicht durchfließt oder... Ach, was weiß ich, wir werden es sehen. Ohne das richtige Werkzeug war es unmöglich, diese Bretter zu durchbrechen. Der Anblick ihrer Wunde verfolgte mich. Ich versuchte mein Bestes, sie zu erreichen, doch der Mörder war schneller. In welcher Realität? Selinas Leben war wie eine Erinnerung, die sich immer wieder und wieder abspielte. Doch Erinnerungen können sterben. Okay, haben wir vielleicht hier drüben was drin? Nee, okay. Wir müssen also Werkzeug finden. Ein Werkzeugkoffer, das muss doch möglich sein. Muss es doch hier irgendwo geben. William brauchte den Alkohol, um zu vergessen, wer er war. Was, das ist nur für seinen Eigenbedarf? Alter! Ein bankrotter Alkoholiker. Das war der wahre William. Der Rest waren nur Lügen. Der Mann muss einen guten Durst gehabt haben. Okay, haben wir hier irgendwas am Rande vielleicht? Hier geht's noch weiter. Oh! Ich dachte, wir wären schon mit dem Raum soweit durch. Trümmer oder was war das? Schuhe. Ein passionierter Sammler, sag ich mal, ne? Irgendjemand hatte seine Wut an diesem Schreibtisch ausgelassen. William vermutlich. So, hier drüben muss ich aufpassen. Ah! Cool, jetzt ist sie schon mal weg. Jetzt können wir uns auch hier in der Ecke gefahrlos bewegen. Warum lagen hier Waren der Vespa-Fabrik herum? Aber hier gibt's nichts ansonsten. Dann hätten wir sie auch lassen können eigentlich. Na gut. Schauen wir mal weiter. Wir haben ja noch die Ecke hier. Ah, hier ist eine Tür. Okay. Ist da drüben noch was vielleicht? Nee. Doch, hier war was. Opfernotiz 9. Andrea. Ich verlasse die Entbindungsstation und du schläfst noch. Ich weiß, die Geburt war anstrengend und ich will dich nicht wecken. Du hast mir erzählt, dass du nicht weißt, wohin du mit deinem Baby gehen sollst. Ich habe mit meinem Mann gesprochen und wir sind uns einig, dass wir unser Haus mit euch beiden teilen wollen. Wir glauben, dass du es verdienst. Das Haus ist nicht sehr groß, aber zwei Babys im Haus zu haben, wird es wettmachen. Und ich denke, selbst wir drei werden kaum reichen, um unsere kleinen Engel zu versorgen und zu verwöhnen. Wir erwarten dich zu Hause. 38 Ocean Road. Halte nach dem Woolworth Ausschau. Zögere nicht. Komm einfach. Edna. Tja, ist die Frage, welche von den beiden war das Opfer? Wahrscheinlich die, die noch zurückgeblieben ist, oder? Na gut. Oh, sie ist auch schon da. Verdammter Heizungskessel. Ich musste mich beruhigen. Ich hatte einen Schritt übersehen. Okay, können wir hier drüben irgendwas reinlegen? Der Heizungskessel war kalt. Den Toten war die Kälte egal. Auch wenn der Kessel nicht lief, strahlte er dennoch etwas Restwärme ab. Er war am Tag benutzt worden. Müsste sich also wieder aktivieren lassen. Also muss ja doch noch jemand Lebendiges hier sein. Oder sind wir das vielleicht selbst gewesen? Wir haben ja schon festgestellt, hier scheint irgendeine seltsame Zeitschleife am Werk zu sein. Opfernotiz 10. Und damit haben wir den ersten Block von Schriften komplett. Beth, hier sind die Anweisungen, die wir besprochen haben. Geh um 21 Uhr zum Pfarramt, 15 Tyler Road. Sag, was du da bist, um Pfarrer Kent zu sprechen. Er wird dir dein Zimmer für die Nacht zeigen. Am nächsten Morgen solltest du damit anfangen, gespendete Essensvorräte und Kleidung zu organisieren und an die Armen zu verteilen. Die Ausgabe erfolgt an verschiedenen Orten von Black Lake und Crescent Bay. Lass sie dir von Pfarrer Kent bestätigen. Nimm dir etwas Zeit, mit den unglücklichen armen Teufeln zu sprechen. Du weißt so gut, wie man das macht.
Man hat mir erzählt, dass neben all dem Elend, das sie ertragen müssen, Frauen seit Monaten in diesem Bezirk verschwinden. Ich bin dankbar, dass du für mich übernimmst. Deine Güte ist ein Zeichen deines Glaubens. Vielleicht können wir doch noch etwas tun, um dieses Jahrhundert ein wenig besser zu machen. Joyce Rivera. Auch noch Crescent Bay, ne? Crescent ist doch die Mondsichel, soweit ich weiß. Oh Gott! Das ist irgendwie ein bisschen gefährlich hier, kann das sein? Warte, hier war gerade was zum Anschauen. Das würde ich gerne nochmal... Der Gestank des Todes haftete an mir wie eine zweite Haut. Okay, wir kommen hier aber erstmal nicht weiter. Wir müssen also irgendwie erstmal den Heizungskessel zum Laufen kriegen. Die Frage ist, wie müssen wir das einstellen? Halt, warte mal. Was wird denn hier angezeigt? Hier drüben. A und B. Beides noch auf nichts, sozusagen. Der Strom leuchtet schon. Ich nehme mal an, das wird wohl das erste sein, oder? Okay, A und B müssen wir beide noch zum Laufen kriegen. Ich will noch mal ganz kurz hier schauen. Wir hatten doch hier diese... Ach, die Zeichnungen kann man aber nicht richtig erkennen. Warte mal. B ist bei dem im allerersten Raum und A ist bei dem im Gang. Okay. Dann also zurück. Vielleicht müssen wir es mit Try and Error versuchen. Ich weiß nicht, ob wir hier direkt eine Anweisung irgendwo haben dafür. Ich glaube aber nicht, ehrlich gesagt. Haben wir eigentlich diesen blutigen Handabdruck schon überprüft? Nee, ne? Geht aber auch nicht. So. Na dann, probieren wir uns erstmal hier hinten. Ich nehme an, wir müssen die richtige Stellung dafür finden. So, probieren wir es doch mal so. Das Problem ist, wir müssen jetzt wieder zurücklaufen, um zu sehen, ob das richtig ist. Machen wir das doch einfach mal. Was ist da eigentlich mit dem Ding hier? Können wir das untersuchen? Nee. Ich weiß halt nicht, ob wir irgendwie hören, ob es funktioniert oder ob das... Wieso geht der eigentlich schon wieder nicht mehr? Ach doch, macht er. Okay, alles klar. Dann ist gut. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie hören, dass das Wasser durchläuft oder ob es einfach nur... Ob man immer nachschauen muss, wirklich. Das wäre ein bisschen nervig eigentlich. Auf jeden Fall läuft hier drüben immer noch nichts. Nee. Okay, dann wieder zurück. Ich glaube, ich werde noch mal ein bisschen dran rumdrehen, bis irgendwas sich vielleicht tut. Das muss sich doch irgendwie bemerkbar machen, wenn man das richtig eingestellt hat. Irgendein Zeichen? Nein? Nichts. Das ist natürlich gut. Das kann ja jetzt in jeder Stellung sein. Ich stell's mal so. Das ist im Prinzip die vierte Stellung. Also oben stand es ja ursprünglich. Ich denke mal, das wird wohl nicht das Richtige gewesen sein. Und die anderen hatten wir schon soweit, die anderen Positionen. So, ein paar Streichhölzer. Und dann schauen wir es uns mal hier an. Da hängt noch extra eine Kette dran dabei. Achso, nee, die hängt da gar nicht dran. Tja, wie stellen wir das jetzt? Das ist doof. Es muss doch irgendeinen Hinweis geben, wie wir das stellen müssen. Ist hier echt nichts angezeigt auf dem Plan? Ach Mist, hier sowieso nicht. Wir schauen mal vielleicht nochmal auf den richtigen Plan. So, wo war denn der? Der war doch gleich hier drüben, ne? War der nicht hier? Ach nee, der war ja drüben in dem anderen, in dem Gang. So. Na gut, ich lasse das mal so. Das ist echt doof. Muss ich mal ehrlich sagen. Ja, natürlich genau in dem Moment geht das Streichholz aus. So, das muss doch irgendwie hier mit dargestellt sein. Das haben wir hingekriegt hier oben. So, die sind einfach nur so eingezeichnet. Vielleicht oben und da unten? Könnte das sein? Ich probiere das mal. Hier drüben stellen wir es auch unten. Mal schauen, was rauskommt. Ich weiß es nicht, ob das irgendwas zu sagen hat. Machen wir mal so. Und drüben machen wir es nach oben. Ich glaube, hatte ich das da nach oben gedreht? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir nochmal.
Nee, da habe ich es nach unten gestellt, okay. Machen wir es mal so. Keine Ahnung, ob das was bringt. Auf jeden Fall war es ja so eingezeichnet. Ich weiß halt nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat, wie rum das dort eingezeichnet war, aber könnte ich mir halt vorstellen. Wäre so das Einzige, was ich als Idee hätte, wo wir dann einen Hinweis rauslesen können aus dem Ding. Na gut, schauen wir mal. Irgendeins muss doch dann auch mal funktionieren hier. Der Druck im Inneren dieser Röhre war auf dem Mindestwert. Der, ich sehe schon. Hier war kein Druck. Immer noch bloß der Strom, richtig. Verdammt. Gibt's doch gar nicht. Müssen wir vielleicht auch noch irgendwie hier Brennholz besorgen? Oder? Das wäre ziemlich mies, wenn wir das auch noch beschaffen müssten. Aber hier ist ja auch nichts so richtig. Eigentlich wäre es ja logisch, dass dann hier gleich um die Ecke was wäre. Oder halt Kohle oder was weiß ich, womit die das Ding befeuert haben. Wahrscheinlich eher Kohle als Holz. So, das hatten wir vorhin schon, okay. Ach Mensch. Die Streichhölzer halten immer kürzer, habe ich das Gefühl. Ich musste diesen Kessel zum Laufen bringen. Nein, wirklich. Haben wir denn hier vielleicht irgendwas, was wir verpulvern können? Nee. Okay, wir brauchen Werkzeuge oder was, um den Kessel zum Laufen zu bringen. Beides haben wir nicht. Gibt's hier was? Och Mann, jetzt ist doch aber mal gut mit den Streichhölzern. Nee, das hatten wir, okay. Schwierig, schwierig. Dann stelle ich es mal genau andersrum. Irgendwie muss es doch mal passen. Also wenigstens eins muss doch mal stimmen davon. So viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es ja gar nicht. Es kann natürlich sein, dass es auch nur dann funktioniert, wenn beide richtig sind. Das wäre aber ziemlich mies. So, dann stelle ich das mal nach unten. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie sinnvoll ist, was ich hier tue. Was war das für eine Nachricht? Ach, das war eine von den Opfernotizen, okay. So, jetzt sind die Streichhölzer hier schon mal alle, das ist gar nicht so gut. Wenn ich weiter so planlos rumirre, dann könnte das eng werden mit den Streichhölzern. So, werfen wir nochmal einen Blick auf hier hinten. Es ist immer noch so wie vorher. Ach Mann. Tut sich nichts. Das ist blöd. Okay, dann gehe ich mal speichern und werde, glaube ich, die Aufnahme beenden an der Stelle. Wir müssen uns dann beim nächsten Mal einfach anschauen, wie wir hier zur Rande kommen können. Komme ich hier durch? Ja, das schaffen wir. Sehr gut. Kann ich mir das Streichholz wenigstens sparen. So, na gut. Ich denke mal, beim nächsten Mal könnten wir das Spiel dann schon zu Ende kriegen. Denn ich glaube, es sind 7 Kapitel insgesamt. Oder 6. 6 Kapitel, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Also, beim nächsten Mal, entweder wir müssen Werkzeuge finden, um die Bretter wegzukriegen. Oder wir müssen irgendeine Möglichkeit finden, dann den Heizungskessel anzuwerfen. Werden wir uns beim nächsten Mal ansehen, wie wir das erreichen können, eins von den beiden Sachen. Und was mit Selina passiert ist. Das könnte ja auch wichtig sein dafür, ob wir hier wieder rauskommen oder nicht. Denn ohne Selina könnte es etwas schwierig werden. Also können wir gespannt sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.